Einfach eine Pille einwerfen und damit abnehmen. Guten Morgen! Heute möchte ich meine Erfahrung mit einem Medikament, was ich ein Jahr lang zum Abnehmen genommen habe, für die Nachwelt festhalten. Und ich weiß, dass dies ein sehr kontroverses Thema ist. Aber deswegen habe ich es gewählt. Diejenigen, die das Video meiner Abnehmgeschichte schon gesehen haben, werden es schon kennen. Xenical oder auch neuerdings Orlistat genannt. Link findet ihr dazu in der Infobox. In der Tat habe ich mit diesem Medikament richtig gut abgenommen und danach auch das Gewicht gehalten. Aber es gibt eben einige Dinge, ja, die man dazu sagen sollte oder die ich sagen möchte, und das Video möchte ich dazu nutzen. Generell gilt natürlich, ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Apotheker, und auch wenn ich aufgrund meiner individuellen Konstitution für mich viel besser entscheiden und viel sinnvoller und fachmännischer beurteilen kann als ein Arzt das jemals könnte, so muss ich mich natürlich rechtlich absichern, indem ich sage, dass man halt irgendeinen Onkel in Weiß aufsuchen sollte und sich beraten lässt, bevor man diese Medikamente nimmt. Insbesondere natürlich dann auf jeden Fall, wenn man sich selber auch wirklich nicht die Zeit nimmt. Das ist natürlich die Voraussetzung, um das selber beurteilen zu können, um ausgehend von aktueller medizinischer Literatur sich eine Grundbasis zu schaffen. Also das war auch die Doktoren agieren. Also das sind meine Erfahrungen jetzt. Zum einen die Wirkungsweise. Xenical sorgt dafür, dass ca. ein Drittel des aufgenommenen Fettes einfach unverdaut wieder ausgeschieden wird. Das bedeutet, wir nehmen ausgehend vom Fettanteil der Nahrung ein Drittel weniger Kalorien zu uns. Das bedeutet, je nachdem wie viel Fett wir essen, entsprechend ein Drittel davon weniger an Kalorien nehmen wir zu uns. Das bedeutet, wir essen nach wie vor dasselbe, nehmen aber viel weniger Kalorien zu uns. Klingt simpel, ist es auch. Und ist das wirklich so? Ja, in der Tat, es funktioniert genauso. Das hat auch nichts mit Wunderpille oder sonst irgendwas zu tun, sondern ist einfach ein Fakt. Und wenn man vorher sein Gewicht konstant hält und dann die Pille nimmt, nimmt man auch hundertprozentig ab. Ja, wie nimmt man die Pille ein? Zu jeder Mahlzeit oder sagen wir so, zu jeder fettreichen Mahlzeit. Da schluckt man einfach die Pille und ja, und das Fett, was man dann quasi nicht aufnimmt, wie kommt das denn eigentlich dann raus? Aus dem Arsch. Und zwar als reines Fett. Das bedeutet, wenn man eine sehr fettreiche Mahlzeit isst, dann hat man irgendwann im Laufe der nächsten Stunden Fett in der Buchse, weil das Fett eben nicht an das Kot gebunden wird, da das Fett ja quasi von Xenical vor einer Verwendung des Körpers geschützt wird. Man ist dann Kotinkontinent oder so, weiß nicht, wie man das ausdrückt. Also es fließt einfach hinten raus. Man kann es nicht steuern. Aber das Fett riecht nach nichts und ist auch einfach nur fettig. Der Vorteil daran ist natürlich, dass man neben der Abnahme von Körpergewicht auch instinktiv genau schaut, ob das Fett, was man gerade essen möchte, auch wirklich notwendig ist. Weil man weiß ja, was dann kommt. Und das ist schon etwas lästig, immer wirklich so Fett in der Buchse zu haben. Aber wenn man sich eine fettige Pizza reinziehen will, dann kann man das nach wie vor guten Gewissens tun und wird abnehmen, da ein Drittel des Fettes immer wieder unverdaut ausgeschieden werden. Natürlich, wenn man normalerweise sonst auf einem Gewicht sich gehalten hat. Es gibt nun unterschiedliche Dosierungen. Ich habe 120 mg Xenical genommen. Das ist allerdings rezeptpflichtig. Das bedeutet, man muss dafür entweder zum Arzt gehen oder man sucht sich im Internet einfach eine dubiose Quelle aus dem Ausland. So habe ich das gemacht. Aber 60 mg sind mittlerweile frei verkäuflich. Wie gesagt, den Link habe ich euch unten in die Infobox getan. 60 mg. Und wer der Mathematik so ein bisschen was abgewinnen kann, der kann sich auch denken, wie man aus 60 mg Wirkstoff 120 mg Wirkstoff machen kann. So viel zum Sinn dieser ganzen Regelung. Aber man kann natürlich auch mit 60 mg Wirkstoff anfangen. Ihr habt kein Thema. Die Effekte sind dann eben natürlich nur wahrscheinlich halb so intensiv. Aber ich habe 120 genommen. Nur zum Interesse. Für wen ist Xenical nun das Richtige? Also für Menschen, die wirklich über Jahre versucht haben abzunehmen und die es einfach wirklich nicht schaffen und weder die Willensstärke aufbringen, noch jemanden haben, der sie dann so in den Arsch treten kann, dass man dann eben wirklich von seinen Ernährungsgewohnheiten sich grundlegend ändern lässt. Für den ist das meiner Meinung nach sogar das Beste, was man tun kann. Denn die Pille ändert ja eben auch die Nahrungsgewohnheiten, was man sonst nicht geschafft hätte.
Sie wirkt nicht nur, sie ändert auch die Gewohnheiten. Und das nicht nur, weil man weniger Fett in der Buchse haben möchte, sondern weil die Tabletten auch Geld kosten und man sich auf weniger Mahlzeiten fokussiert, um einfach Tabletten zu sparen. Was für ein Insulinspiegel, damit der da runterfährt, positiv ist. Zumindest nach einer Sichtweise, es gibt ja auch wieder die andere. Die Tabletten geben einfach einen unglaublichen Motivationsboost und man realisiert, dass man, ja, man kann abnehmen, ne? Wenn man vorher ja nicht wirklich, ja, oder was man vorher nicht wirklich erfahren hat, wenn man lange fett gewesen ist. Aber die Pille kann man nicht ewig nehmen. Zumindest habe ich nach einigen Monaten erst leichte und dann immer stärkere Nierenschmerzen bekommen. Ja, und sie dann auch absetzen müssen, weil selbst die dubiose Quelle gesagt hat, nee, sorry Christian, das würde ich nicht weiternehmen. Ja, aber das Gewicht eben konnte ich danach halten, da ich irgendwie diesen geistigen Kick bekommen habe, oh, ich kann abnehmen und auch das tolle Gefühl, sehr viel Kilos verloren zu haben. Und das hat mich dann nochmal motiviert. Und ja, dann ging es halt auch immer weiter und wunderbar. Natürlich ist diese Pille nicht der gesündeste Weg abzunehmen, aber es ist ein Weg abzunehmen und meiner Meinung nach ja, der einfachste, weil du wirklich nichts dich änderst, du nimmst einfach nur eine Pille zum Essen. Und für viele Menschen wahrscheinlich sogar ja, der nicht operativ einzigste Weg abzunehmen, die einfach diese Schwelle nicht überschreiten können mit dieser Änderung der Gewohnheiten. Viele Menschen, die nicht fett gewesen sind, haben null, und ich meine wirklich null Ahnung davon, wie es ist, geistig einfach komplett blockiert zu sein und einfach nicht raus zu können aus dieser Sucht. Alleine. Man braucht da Hilfe in irgendeiner Weise. Und jeder kennt doch diese unsensiblen Sprüche. Und ich habe selber auch 165 Kilo gewogen und war unglücklich und ja, habe gefressen wie ein Elefant. Und ja, und da kommt halt immer so, das ist doch weniger. Xenical hat mir einen neuen Start ermöglicht. Meine Niere ist auch wieder vollkommen einwandfrei. Aktuelle Blutwerte belegen diese auch. Und auch die Schmerzen gingen in den nächsten Monaten auch wieder komplett weg. Ist natürlich nicht geil, dass es die Niere irgendwie geschadet hat. Aber bin drüber weggekommen. Und ich bin mittlerweile wirklich auf einem recht gesunden Level mit der High Carb veganen Ernährung angekommen. Also von daher, Food Diary von letzter Woche poste ich jetzt gleich ein paar Stunden. Da könnt ihr auch wieder mal schauen. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das ohne das Xenical das auch geschafft hätte. Ich fand es einfach mal wichtig, jetzt hier so ein Statement zu meiner Erfahrung zu Xenical bzw. Orlistat zum Besten zu geben. Weil ich weiß auch, dass Medikamente und auch zu Recht sehr kritisch gesehen werden. Aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, etwas einzunehmen, wenn man selber so krank im Kopf ist, so blockiert geistig, dass man es nicht selber schafft. Aber das kann und muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer die Kraft hat, einfach eine gesunde Ernährung zu wechseln, der sollte dies tun. Aber wer seit Jahren auf der Stelle tritt und merkt, dass er nichts tut und dass nichts funktioniert, der sollte dem Medikament eine Chance geben. Das ist zumindest mein Eindruck und meine persönliche Erfahrung. Ja. Dann möchte ich noch einmal ja, unbedingt auf das Video von gestern hinweisen. Ich verlinke euch das noch einmal, wo ich hier eine Doku meines Laborbesuchs veröffentlicht habe, inklusive dem Abfilmen des Labors selber und auch ja, ein sehr langes und interessantes Interview mit dem Laborarzt führen konnte. Sehr interessant, denke ich, auch für alle. Und ja, mein Holotranscobalaminwert, der ja, wurde auch getestet und ist generell immer zu empfehlen, ich sag's nur nochmal, als der B12 Serumsblutwert und ist auch alles in dem Video. Ne? Ansonsten ja, noch der Hinweis, Donnerstag der Live Talk findet diesmal um 8 statt. Also wenn ihr in der Live Talk Show um 8 wieder dabei sein wollt, ja, dann schaltet eben um 8 ein. Da ich am Freitag wieder eine Stunde in der Grundschule halte und dann nicht allzu lange machen kann am Donnerstag. Das bedeutet wieder, wer seine Fragen und seine Gedanken oder einfach nur ein Thema in den Raum werfen möchte und ja, sich mit mir live unterhalten möchte, der kann dies Donnerstag 20 Uhr machen. Wer nur zuschauen möchte, ist natürlich genauso herzlich eingeladen. Die Veranstaltung verlinke ich euch auch wieder hier oder in der Infobox oder in den Infokarten. So, also, das soll es von mir heute zum Wochenstand mal gewesen sein. Ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist und ich weiß, dass auch einige sicherlich von euch sagen werden, Medikamente ist scheiße. Und ich weiß auch, dass einige sagen werden, ja, Medikamente, da sind die Verschwörer dahinter und das ist so ganz schlimm. Aber es ist meine Erfahrung. Und ich bin gespannt auf ja, eure Kommentare. Generell, wenn es um Abnehmen geht, medikamentöse Unterstützung, befürwortet ihr das oder auch nicht? Und habt ihr selber schon Erfahrungen mit Abnehmen gemacht? Seid ihr eventuell auch in so einem, ja, in so einem Kreislauf drin, in dem ihr nicht rauskommt, was die Ernährung angeht? Eure Gedanken. Ich bin wie immer sehr gespannt, insbesondere heute, wenn es so kontrovers zugeht, wie es denn heute in den Kommentaren zugehen wird. Denke ich mal. Wir werden das sehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.